Moin Moin und herzlich willkommen bei Klönschnack TV. Heute geht es um den Burger King Lieferdienst. Ich habe das ja schon angekündigt ein bisschen, und zwar, dass man den Burger King Lieferdienst besser nicht benutzen sollte. Warum das so ist, möchte ich euch jetzt mal eben erklären. Meine Freundin und ich saßen an einem schönen Samstag oder Sonntagnachmittag bei uns zu Hause und haben uns überlegt, hey, wie geil wäre das mal, einfach den Burger King Lieferdienst auszuprobieren. Das gibt's ja jetzt und wir wollten es unbedingt mal testen und Burger King ist eigentlich um die Ecke und da haben wir gedacht, ach komm, was soll's, klar könnten wir hinfahren, aber wir sind heute einfach mal faul und wir probieren das einfach mal aus. Ist ja bestimmt auch total cool, wenn das Burger-Auto so vorfährt, so was Neues ausprobieren und so weiter. Soweit, so gut. Es war kurz vor zwei, viertel vor zwei. Dann haben wir uns die App runtergeladen und wollten bestellen und haben gesehen, okay, Bestellung erst ab 14 Uhr, auch kein Problem, ist ja nur noch eine Viertelstunde, haben wir also gewartet. Ja, dann haben wir um 14 Uhr unsere Bestellung abgeschickt per App. War eigentlich total cool, es wurde gezeigt, wann welcher Schritt erfolgt, ob die Bestellung angekommen ist, sodass sie bearbeitet wird und wann sie unterwegs ist und so weiter und so weiter. Also haben wir gewartet. Gegen halb drei, kurz vor halb drei, klingelte dann das Telefon, ein Anruf aus Berlin. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Und es war die Burger King Zentrale, die mir gesagt hat, Entschuldigung, mit Ihrer Bestellung ist etwas schiefgelaufen. Leider können wir nicht bla 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 storniert. Bam, okay, halbe Stunde für den Arsch. Eigentlich sogar schon eine Dreiviertelstunde. Also um halb drei nochmal eine Bestellung aufgegeben. Okay, dann hieß es warten. Es dauerte eine ganze Weile und gegen kurz nach drei änderte sich dann tatsächlich der Status und es hieß, um 16 Uhr sollte dann die Bestellung da sein. Dann dachte ich, was ist da denn los? Das kann ja gar nicht sein. So lange? Okay, krass. Naja, gut. Da stand auch eine Minutenzahl und ja, dann stand da, wie gesagt, die Uhrzeit und das veränderte sich immer live. Dann bin ich habe ich eine SMS bekommen und bin auf die Website gegangen, wo dann wirklich nochmal ein bisschen besser als in der App dargestellt war, was wann passieren würde. Und dann ging eigentlich das Problem erst richtig los. Denn ab 15 Uhr änderte sich die Uhrzeit immer so zwischen 16 Uhr und ja, 16 Uhr 20 immer hin und her. Also es war nicht klar. Alle 5 Minuten war es immer noch eine halbe Stunde. Das war schon echt scheiße. Und wir wussten halt nicht, was so los war. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Und irgendwann stand aber da tatsächlich, das Taxi ist jetzt unterwegs, das Burger-Taxi. Und dann wurde eine Map eingeblendet, was ich eigentlich auch mega cool fand. Und dann muss man sich vorstellen, war hier Burger King, hier waren wir und da unten war das Taxi angezeigt. Es bewegte sich aber nicht. Und wir hatten keine Ahnung, was da los war. Es dauerte schon, also wir haben seit 2 Uhr gewartet, also seit 2 Stunden, also eigentlich seit Viertel vor 2 haben wir gewartet. Es war dann 16.10 Uhr ungefähr, als dann es an der Tür geklingelt hat. Das heißt, wir haben ja doch 2,5 Stunden gewartet auf unseren Burger. Und das ist schon echt krass. Und jetzt kommt der absolute Höhepunkt an dieser ganzen Gammelgeschichte. Und zwar fehlten die Pommes und die Bestellung war eiskalt. Ich meine, klar, man muss sich nicht unbedingt beschweren, wenn man irgendwie bei Burger King bestellt. Es ist nichts Anspruchsvolles, es ist nichts Großes. Aber ganz ehrlich, kalte Bestellung und fehlende Artikel, ich finde, das darf nirgendwo sein. Wir haben dann einfach nochmal angerufen in der Filiale, da ging natürlich keiner ran. Dann haben wir die Hotline angerufen, weil wir einfach gesagt haben, nö, komm, sehen wir nicht ein. Wir trauen jetzt nicht einer Pommes hinterher oder sowas. Aber es geht da irgendwie auch ein bisschen ums Prinzip. Erst 2,5 Stunden warten, dann kalt, dann fehlerhaft. Ja, okay. Die in der Zentrale haben dann hier in der Filiale angerufen, die wiederum mich angerufen haben. Und das Ende vom Lied ist, wir haben jetzt einen Gratis-Gutschein für ein Menü unserer Wahl und natürlich die Pommes. Da müssen wir mal die Tage mal gucken. Also Leute, wenn ihr einen Burger King Lieferdienst in eurer Stadt habt, könnt ihr ja mal ausprobieren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne hier in die Kommentare reinschreiben, ob das bei euch geklappt hat, wie das lange das bei euch gedauert hat. Oder ob ihr schon schlechte oder gute Erfahrungen damit gemacht habt. Ich kann es nicht empfehlen. Ich werde ab sofort, wenn ich mal zu Burger King fahre, wieder selber hinfahren. Und ja, was lernt man daraus? Wenn man schon Fastfood isst, kann man sich's auch selber holen. So, ganz einfach. Von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Einen guten Appetit, falls ihr jetzt Hunger bekommen habt. Und ganz wichtig, denkt immer dran, beschwert euch, wenn was schiefgelaufen ist. Nur so können sich Dinge ändern. Also, bis dahin. Ahoi.